Sie ist offiziell eröffnet. Die Fohlenwelt in Mönchengladbach, das neue Fußballmuseum der Borussia. Ein Termin, den sich natürlich niemand entgehen lässt, der es mit Gladbach hält. Erst recht nicht die mit niederrheinischem Legendenstatus. Einer von ihnen, Uwe Rahn, bekam sogar die Kicker-Torjägerkanone überreicht. Nachträglich mit 32 Jahren Verspätung. Ich muss Ihnen gestehen, hundertprozentig kann ich Ihnen das nicht genau sagen, aber es gibt eine 90-prozentige Vermutung. In der damaligen Zeit gab es eine Torjägerkanone, ähnlich wie die Meisterschale. Die Meisterschale wird am letzten Spieltag an einen Schauplatz gebracht, in Erwartung, dass dort der Meister gekürt werden kann. Möglicherweise hat man hier damals auf Fritz Walter gesetzt, der für Waldhof Mannheim gleich auflag. Ein Tor schlechter lag als Uwe Rahn. Beide haben dann am letzten Spieltag getroffen. Uwe Rahn mit 2 Treffern beim 4:0 gegen Nürnberg. Fritz Walter für Mannheim bei einem 2:3 zu Hause gegen Uerdingen. Und damit war der Vorsprung von einem Tor sicher für Herrn Rahn. Aber die Kanone war wohl nicht zur rechten Zeit am rechten Ort. In der Saison 86-87 erzielt Rahn 24 Treffer und schießt seine Borussia auf Platz 3. Beschwert hat sich Rahn über die fehlende Torjägerkanone nie. Zumindest nicht bis zu dem Tag, als er sie dann doch bekommt. Ja, ist einfach ein Unding. Aber es war einfach so, ich habe damals eine Ehrung gehabt in Paris. So, und da waren die ganzen europäischen Torjäger. Und da gab es auch eine Ehrung. Und ich habe auch so einen Menschen bekommen. So, und das war für mich dann eigentlich diese Sache mit der Torjägerkanone. Aber selbst der Kicker hat keine Ahnung, wie sowas passieren konnte. Es gibt keine Unterlagen, es liegt nichts vor. Und Elmar Kreulz hat sich dann intensiv darum bemüht, so, und hat es angekurbelt und es wurde recherchiert. Ja, es ist nichts da. Und der Kicker hat sich dann bereit erklärt, wir machen das jetzt genau an diesem Tag. Große Leistungen wollen geehrt sein. Das gilt nicht nur für die von Uwe Rahn. Die Fohlenwelt, ein Ort der Nostalgie und der Erinnerung an die erfolgreichsten Gladbacher Zeiten. Also kann man den Leuten, die da beteiligt waren, nur die größten Komplimente machen. Ich habe in meinem langen Leben ganz viele Museen gesehen, Sportmuseen. Die haben natürlich die Neuzeit genutzt und es ist wirklich überwältigend geworden. Netzer, Heinkes, Matthäus. Große Namen der deutschen Fußballgeschichte. Durch Veranstaltungen wie die Eröffnung der Fohlenwelt werden sie wieder zusammengebracht, um gemeinsam in Erinnerung zu schwelgen oder um längst Vergessenes wieder aufleben zu lassen. Ich werde durch diese Zusammenkünfte werde ich erinnert an gewisse Dinge, die ich gemacht haben soll. Und das kann nicht sein, dass ich das gewesen bin. Unmöglich. Nein, es ist wunderschön, das zu hören. Wir haben uns viele Geschichten zu erzählen. Das ist das Schönste von allem, wie wir das erlebt haben nach all diesen Jahrzehnten, wie der eine es gesehen hat und der andere es gesehen hat. Das ist eine Riesenfreude und deswegen ist das immer ein Erlebnis, wenn wir uns wieder treffen. Mit der Fohlenwelt bekommt die großartige Historie von Borussia Mönchengladbach eine angemessene Würdigung. Für die Borussia gilt es, die Vitrinen des Museums weiter zu füllen. Zum Beispiel mit der nächsten Torjägerkanone für einen Gladbacher. Und diese kommt dann, mit Sicherheit, überpünktlich.